So, hier bin ich wieder. Herzlich willkommen. Euro Truck Simulator 2, Teil 2. Wir sind hier gerade dabei, den Schwertransport hier zu machen. Weil hier die Firma Nottreppen braucht, um gut zu flüchten, wenn Brand ist oder so weiter oder irgendwas, keine Ahnung. Und das Begleitfahrzeugfahrer oder wie auch immer man das nennt, der kann einfach kein Auto fahren. Wir dürfen nur 50 fahren. Jetzt dürfen wir 60 fahren. Und jetzt gibt er Gas. Ja, gut, so ist halt. Jo, wir haben jetzt noch 217 Kilometer vor uns. Dann haben wir diesen Auftrag beendet. Dann hat diese Firma, wie auch immer die heißt, ich guck schnell, hat die ihre Nottreppe-Elemente. Es ist erwartet, Abfahrt, ja, erwartet am Sonntag. Steht gar nicht dran, wo ich abliefern muss. Kann ich euch gerade gar nicht sagen, welche Firma. Keine Ahnung, werden wir ja nachher sehen. Auf jeden Fall müssen wir Nottreppenelement ran. Das ist bloß ein Element. Und es ist sehr schwer, mein LKW packt auch gerade bloß so. Gerade so, sag man so. Ja, ihr seht, heute fahren wir auch mal mit dem Mercedes Actros oder wie er heißt. Antros oder wie? Actros. Der packt halt auch gerade so. Ich hätte mit dem MAN fahren müssen, der hat ein bisschen mehr Power. Hätte ich machen müssen. Aber egal. Ich wollte halt jetzt auch mal mit dem Mercedes fahren. Vorne blinkt irgendwas. Ah, das sind bloß so Blanken hier. Ist auch schwer. Da vorne blinkt auch nochmal was. Das ist wahrscheinlich der Fernseher wieder. Fernsehen. Stehen immer im Weg rum. Hallo? Für die, die jetzt Teil 1 noch nicht gesehen haben, es gibt Teil 1, klar, wisst ihr ja jetzt schon. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung, damit ihr gleich als erstes den angucken könnt und dann den zweiten Teil. Ja, genau, und dann einfach drauf drücken und dann könnt ihr Teil 1 angucken. Der ist auch ganz lustig geworden, der Teil 1. Ich bin gar nicht vom Fleck gekommen. Wegen dem Berg. Der LKW ist halt schon ein bisschen schwach. Das wollte ich schon sagen, flach, aber schwach. Immer schön den Retarder benutzen, weil wenn ich nur normale Bremsen benutze, dann fahren sich die ab, weil das Gewicht hinten, das sind ja 44 Tonnen, wenn die alle nach vorne schieben, weißt du, das Gewicht und so weiter, alles auf die Bremsen, dann fahren die sich ab und dann können die schneller kaputt gehen. Der Retarder ist ja eine Motorbremse. Hoppala, jetzt bin ich da rechts
hängen geblieben, glaube ich. Und ja, und da kann der, das macht den Motor nämlich nichts aus, geht dann nämlich nichts kaputt. Wie genau das mit der Motorbremse funktioniert, das weiß ich gerade selber nicht. Kann ich euch gerne in der nächsten Folge erklären, wenn ihr es wissen wollt. Schreibt mal unten in die Kommentare oder stimmt es oben rechts ab. Kommt jetzt so ein weißes Ding da aufgeploppt. Genau jetzt draufdrücken, abstimmen, fertig. Zumachen, weiterschauen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Das ist mir eigentlich recht egal. Dann erkläre ich euch das nämlich in der Bus-Simulator-Folge. Ich muss die Spiegel umstellen. Mir gefallen die noch nicht so. Kommt da wieder einer. Man sieht halt nichts im Dunkeln, da kann man halt auch einfach nichts sehen. Vorne ist wieder Polizei. Da machen wir gleich mal Lichthupe an. Fürs Danke. Und Hallo sagen, immer freundlich sein zu den Polizisten. Ganz wichtig. Entschuldigung. Also Baden-Württemberg hatte jetzt auch Ferien seit gestern, also Freitag. Ich habe heute Samstag. Wir haben jetzt auch endlich Ferien, sehr cool. Kann ich jetzt auch wieder viel mehr für euch aufnehmen. Da kommt auch mal zum Kollegen. Ja, jetzt haben wir es ja nicht mehr weit, jetzt sind es ja bloß nur 90 Kilometer. Also, von dem her. Mit Ruhezeiten müssen wir jetzt dann auch mal einlegen. Seht ihr ja oben rechts, das Bett ist schon fast ganz blau. Wenn es ganz blau ist, dann ist es nicht so gut. Weil dann müssen wir Ruhezeiten. Wenn wir die Ruhezeit nicht einhalten, dann müssen wir. Gibt's Bußgeld. Und das wird dann teuer. Heuler. Normalerweise sollte der doch das Begleitfahrzeug jetzt auch in der Mitte fahren. Normalerweise. Geht's bergab. Durch. Kommt nochmal hier schnell aus.
mal wieder an. Und dann geht es. Hier dürfen wir bloß 50 fahren. Sind bloß nur 50 Kilometer, 48, ich sag nur so, bisschen genauer. Also, hallo. Eigentlich brauchen wir das Navi ja gar nicht. Wir fahren ja eigentlich schon jemanden hinterher, der das Navi anhat. Also, dann passt es. Ich weiß nicht, ob das euch auf die Nerven geht, ich hoffe nicht. Mit dem Fotografieren und Screenshots und so weiter. Ich hoffe es nicht. Aber, ja, für eure Thumbnails und so, mei, das wisst ihr. Fahren schon über 60. Wir dürfen eigentlich bloß 60 fahren. Mal, was gibt's da so für tolle Sachen? Öllevel. Ja, Tempomat, Kontrollinfo, 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 Tempomat. Also da kann ich aber ich kann jetzt 1500 Kilometer fahren. Oh, wir sind schon da. Perfekt, liebe Leute, wir sind da. Das war jetzt nicht so toll. Es wird zum Schluss wieder ein bisschen knapp. Wieder ein Parkassistent. Der pieft doch auch immer so. Mal gucken, wird jetzt schon ein bisschen kritisch mit der Hinterwand da. Das wird jetzt echt wirklich super, echt wirklich toll, Marvin. Wie weit kann ich noch auffahren, lieber Kollege? Weißt du was? Langsam piepsen und dann weiß ich, wie weit ich hinten dran bin. Piepst schon gar nicht mehr, doch. Alter, so. Also, jetzt müssen wir hier nochmal uns ein bisschen konzentrieren. So. Das wird jetzt hier echt zu knapp. Oh, scheiße. Ihr Begleitfahrzeug, bleibt da mal bitte stehen. Vielleicht muss ich wieder raus. Aber nee, sieht gut aus. Also, tschüss. Wo steht es hin? Okay. Das steht da. Jetzt, liebe Leute, jetzt geben wir noch mal richtig Gas.
Guck, jetzt ist es schon müde. Von dem ganzen Stress. Ich denke, damit ist sein Job fertig gemacht als LKW-Fahrer. Denke ich schon. Man kommt jetzt. Jetzt gehe ich schon mal vom Gas runter, drück schon mal der Retardo runter. Der ist jetzt schon ganz. Ja, egal. So. Headset. Also, dann sind wir jetzt hiermit fertig. Toll, oder? Also, super. Je größer, desto besser, ja, finde ich auch. Also, fortfahren und dann zeige ich euch jetzt mal meine LKWs. Also, nehmen wir NTGX Euro 6, mit dem sind wir jetzt meistens schon gefahren. Schon Volvo. Iveco, Renault, Scania. Haben wir irgendwo sonst noch ein Iveco? Nee, oder? Ah, 45. Nee, ist ein Auto. Da, Scania, ja, 2009. Ja, mal gucken. Also, ich bin mir sicher, damit wir in der nächsten Folge mit einem Scania fahren. Ja, ich denke, damit wir mit dem Scania fahren. Aber nicht mit dem, sondern... Wo ist der jetzt? Scania, Scania, hallo? Finde ich blöd. Den hier, bloß nicht im Schwertransport-Ding-Modell. Außer wir fahren nächste, in der nächsten Folge wieder in Schwertransport. Das überlege ich mir, weil wenn man dann Schwertransport nächste Folge, dann werden wir wahrscheinlich den hier nehmen, weil der ist extra für Schwertransport gedacht. Und ja, dann werde ich Patrick S. fragen, ob ich den mal kurz bekomme. Und dann passt es. Also, was ich euch noch zeigen wollte, ist... Was ist eigentlich Fahrzeugprovisor? Achso, da kann ich einfach Sachen schon mal vorbestellen oder keine Ahnung. Da kann ich speichern, Optionen. Die Bank, hoi, gar keine Schulden. Das ist ja auch mal was Tolles. Hm? Zustand, Fahrerhaus anpassen. No Trailers, Dolly Standard Trailers. Ah, das ist ein Aufrüstteil. Okay. Da ist der Händler. Also jetzt habe ich schon gedacht. Aber nee. Okay. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen und danke, damit ihr ins nächste Video geschaltet habt zum zweiten Teil, freut mich wirklich. Und für die, die den ersten Teil noch nicht gesehen habt, hat der Blog jetzt dann auch oben rechts auf in der Infokarte, oben rechts jetzt, und könnt ihr euch den noch angucken und in der Beschreibung. Videobeschreibung steht auch noch unten drin. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. Tschüss, Kowski. Ciao.